Willkommen bei einem neuen Let's Play von Landwirtschaft Simulator 17. Wir befinden uns hier auf der Karte in Südhemen. Was ja einige hier von euch schon kennen. Ja, was will ich euch zeigen? Was wollen wir hier gemeinsam machen? Und zwar möchte ich heute mit euch hier gemeinsam die Kühe füttern. Und da muss ich jetzt hier quasi das passende Fahrzeug zu finden. Nehmen wir mal den. Und damit fahren wir jetzt mal zum Hof. Ja, wie ihr seht, nutze ich hier Cosplay. Das hat jetzt nichts weiter hier zu sagen. So, dann werden wir mal jetzt hier Gras reintun. Ich hoffe nur, es geht, so wie ich mir das vorstelle. Und wir fahren jetzt hier mit den Steier hier zu unserem Hof. Und ich habe hier vor kurzem einiges geändert. Und dann mal sehen, was wir hier noch so alles anstellen. Ja, ich meine, diese Karte gefällt mir besonders sehr gut. Ich habe einige Umbauarbeiten hier praktisch was platzierbare Objekte betrifft, aber dazu kommen wir mal später. Aber heute soll es quasi das sein, dass wir jetzt hier die Kühe füttern. Ich hoffe, dass es so funktioniert, so wie ich mir es hier denke. Mit dem Verhänger meine ich jetzt. Nicht, dass da wieder irgendwelche Probleme gibt. So, wir fahren wir hier unter der unserem Bunker, wo zum Beispiel Gras, Heu, Stroh zu finden ist, wo es eingelagert haben. So, mal gucken, ob das alles funktioniert. Weil sonst habe ich immer Probleme, dass das Ganze halt nicht so funktioniert, so wie ich es immer vorstelle und denke. Beziehungsweise, dass die Sachen, die ich hier drinne habe, praktisch in den Hängern, um andere Sachen reinzumachen, halt, die nicht gelöscht werden. Aber das ist ja alles okay, es funktioniert, wie gesagt. So, dann füllen wir das Ganze hier erstmal mit Gras und bringen das dann zu der Kühe. Und dann quasi haben wir noch die Schafe zu versorgen. Und das müssen wir halt auch noch tun. Ja, ich mache ja oder habe ja schon hier vom LS17 ein paar Livestreams gemacht. Ein oder andere von euch hat es ja schon hier mitbekommen. Beziehungsweise denke ich mal auch gesehen.
Und ich habe mir überlegt, da ja der Exit LP verzogen ist nach Bergmann oder Hof Bergmann, dass ich hier quasi weitermache, beziehungsweise hier den Hof in Südhemern weiterführe. So, aber jetzt fahren wir erstmal hier zu den Kühe und bringen wir das ganze Gras hin. Denn die Kühe haben ja auch Hunger. Und da müssen wir mal schauen, was die Kühe noch so brauchen. Da fahren wir immer mit unserem Steier halt zu den Kühen hin. So, da müssen wir an Schweine vorbei. Ich glaube, da müssen wir auch noch gucken, was sie so Schönes brauchen. Aber erstmal sind die Kühe dran. So, müssen wir kurz hier rumfahren, mal gucken, wir da nicht in den Fluss rein. Das wäre nicht so gut. So. So, dann laden wir mal hier Gras ab. So, halten wir mal an. So, der erste Hänger, der ist gleich leer. Dann fahren wir den zweiten noch ran und kippen das Gras hier in die Futterstelle von den Kühen, wo halt das Gras reinkommt. Und dann schauen wir halt noch mal, was die Kühe noch so brauchen. So, dann schauen wir kurz mal nach. Noch so brauchen, also Gras haben sie noch, dann noch Silage. Brauchen sie auch noch und Kraft, oder? Und Wasser. So, dann fahren wir noch praktisch Futter zu die Schafe, denn die haben ja auch Hunger. Und fahren wir jetzt hier mal dran vorbei und füllen noch mal mit. Heu. Die ganze Geschichte hier. Ja, und da fährt unser Gustav mit dem Radlader, der macht da quasi das Silo leer. So. Ja, ich meine, ich habe selber Landwirtschaftssimulator 16 oder 15, hab, glaube ich, war es gewesen, habe ich mal reingeschaut, weil viele erzählt haben, oh, das ist so geil und so cool und was. Und ich
könnte das so und so. Und dann kam mir quasi Landwirtschaftssimulator. Raus. Ich habe davon Videos gesehen und ich fand das so genial, wie sie das umgesetzt haben und so weiter. Also ich war quasi total hin und weggerissen. Und ich spiele ja schon einige Zeit hier im LS17. Habe auf Gold Quest Valley angefangen, aber naja. So, dann füttern wir hier schnell noch die Schafe. Machen hier jetzt quasi Heu rein, wenn das funktioniert. So wie ich mir das denke. Scheiße, ging doch nicht so, wie ich dachte. Egal. Das ist nämlich das Problem bei diesen Hängern, dass man das quasi nicht weiß nicht, warum das so ist. Normalerweise kann man ja hier jetzt war ja vorher Gras drinne. Und konnte man auswählen quasi jetzt die nächste, zum Beispiel jetzt Heu wollte ich haben, ging nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Nicht ausgeben, nein! Ich eben die falsche Taste gedrückt, aber noch rechtzeitig reagiert. So, der Fahrer und Steier jetzt zu den Schafen. Und geben die auch. Gras. Denn wir wollen ja halt Wolle produzieren, beziehungsweise wollen, dass die Schafe Wolle produzieren. Und wir die dann verkaufen können. Und beim nächsten Mal zeige ich euch mal meinen riesigen Fuhrpark, den ich hier mittlerweile angeschafft habe. Und ihr könnt ja in den quasi nachher, wenn ihr das Video gesehen habt, in den Kommentaren schreiben, was wir so machen könnten und so weiter und so fort. Gegenverkehr. Da ist ein Klaas unterwegs, der gerade die Ernte reinfährt. Wie gesagt, ich nutze ja Cosplay und da kann man die Abfahrer halt mal quasi einen Kurs einfahren und so weiter und so fort. Dann kann man das halt, wenn man es gespeichert hat, beziehungsweise den Kurs gespeichert hat, denn nachher wird alles automatisch gemacht und braucht bloß noch einen Kurs einstellen und den Mähdrescher dazu oder die Erntemaschine und dann geht alles quasi automatisiert und dann man braucht das quasi nicht selbst machen.
So. Mal kurz hier aufsteigen. Werden wir hier den beiseite fahren. Damit wir hier an die Futterstelle rankommen. Stellen wir den mal hier hin. Unser Futterroboter vom Futterroboter von So, wie gesagt, fahren wir jetzt erstmal hier das Gras hin vom Larry, der Futterroboter von der Firma Larry, feiner Helfer. Und ich werde quasi im Laufe der Zeit bzw. im Laufe der Folgen hier, die kommen, werde ich mal die Fahrzeuge und die Mods mit reinmachen. So, aber jetzt wollen wir hier mal die Schafe füttern. So, drinnen, noch den nächsten. So, geht auch noch lämmern. Ja, der kippt ja zur anderen Seite. So. Bräuchten wir noch Silage für die Kühe. Und das machen wir gleich. Wenn wir schon in der Nähe sind. So, fahren wir gleich mal das Silo mit dem Hängern. Denn es wurde ja beim letzten Update von Supremen hier so ein, oder vorletzten Update war es gewesen, hier so ein schickes Fermenter-Silo gemacht. Nicht mal gespannt, ob das meinte ich. Okay, jetzt haben wir den Traktor in die Wäsche. Ich hoffe mal, dass sie diesen Bug irgendwann mal beheben. Dass man quasi hier, wenn man jetzt zum Beispiel vorher Gras, so wie jetzt ich hatte, reingeladen hat. Und dann will man halt Silage, so wie in dem Fall, was ich machen wollte, halt nicht mehr geht, weil da halt Gras drin war. Aber naja, nobody ist perfekt. So, da fahren wir mal hier in die Waschanlage rein.
machen vorher mal die Plane zu. So. Und waschen mal unseren Träger, unser Gespann hier. Wie gesagt, ich spiele schon einige Zeit auf dieser Karte und ich hatte ja schon Livestreams gemacht. So, Tore gehen zu. Jetzt wird hier das Ganze gewaschen. Voll automatisch. So, und jetzt switchen wir hier durch unsere Fahrzeuge durch. Und nehmen wir den und befüllen mal das Ganze hier mit Silage. Muss ich kurz was gucken, kann ich das bei mir wohl? So. Noch mal hier, ob wir hier dran vorbeikommen. Oh. Na, schaffen wir das? Jawohl. So, dann fahren wir jetzt mit dem LKW bzw. mit dem Gespann hier zu dem Silo, wo die Silage drin ist. Steckt wir im Verkehr fest, da müssen wir gleich mal schauen. Aber jetzt wollen wir erstmal hier den LKW voll machen. Und die Kühe was zu futtern geben. Ah, toll. Bin ich zu weit rumgefahren? Zu schnell rumgefahren? Also müssen wir ein korrigieren. Ja, ich habe hier auch ein paar Fahrhilfen eingebaut. Zum Beispiel zum Rückwärtsrichten. Ist schon ein Vorteil. So, dann machen wir jetzt hier Silage rein. Und wie gesagt, wenn ihr mal Lust und Zeit habt, könnt ihr auf meinen YouTube-Kanal gucken. Name ist Gran Gusto. So, dann füllen wir mal hier Silage rein. Denn ich habe nicht, ich habe sehr, sehr viele Let's Plays über Neverwinter und weiß Gott nicht alles über meine Reise, über mich selbst oder wie ich jetzt quasi durch die Lande ziehe. Ich mache ja auch andere Projekte, nicht nur Let's Plays oder sonstige Sachen, also nicht nur Gaming, sondern von meinen Reisen, die ich so gemacht habe oder wo ich in Berlin war. Schaut es euch einfach an und macht euch euer Bild. Ihr könnt auch unter den Kommentaren schreiben. So, dann machen wir den jetzt hier voll.
Und dann fehlt quasi nur noch Wasser. So, der ist voll. Jetzt können wir hier wieder einsteigen. Langsam. Dann nirgendwo hängen bleiben. So, dann füttern wir noch hier die Kühe. Das andere werden wir dann im nächsten Video machen. Scheibenkleister. Das ist das Problem, wenn man halt nicht richtig rückwärts fahren kann. So. Aber ich denke mal, wir werden es noch hinkriegen. So machen wir jetzt dann diesmal jetzt hier rein. Okay, müssen wir bloß noch hier wieder wegfahren. Stellen dann den quasi wieder in die Garage. So. Hier vorbeifahren. Genau. Habe ich zu kurz ausgeholt. So, das müssen wir aber schaffen. So. Stellen wir den erstmal hier runter. Wieder. So. Okay Leute, das soll es erstmal hier für heute gewesen sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da oder ein Abo und schreibt was unten in den Kommentaren rein. Und ich sage mal, bis Danny und bis zum nächsten Mal.